Hi und willkommen. Auch in diesem Video möchte ich euch wieder Einblick in meine Zweifel, Sorgen, Ängste und Fragen geben, die ich so hatte während der Schulzeit, als es darum ging, möchte ich Medizin studieren und welche Voraussetzungen muss ich denn da eigentlich so mitbringen? Dabei habe ich mich selbst mit Aussagen konfrontiert, die jetzt im Nachhinein total irrsinnig waren und ganz falsch waren, die mich aber damals doch sehr haben zweifeln lassen, ob ich das überhaupt packen kann. Zusätzlich habe ich noch Fragen von euch bekommen, auch Zweifel, auch Fragen und Sorgen und vor allem Argumente, die eigentlich gegen das Medizinstudium sprechen, wo ich aber sage, mach dir da keinen Kopf. Erste Aussage, man braucht für das Medizinstudium ein Abitur von 1,0 oder besser. Ein Abi von 1,0 oder auch besser ist natürlich sehr, sehr hilfreich, denn dann kriegt ihr relativ schnell einen Studienplatz, dann steht ihr ganz gut da, dann seid ihr auf der Bewerberliste ganz weit oben, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Ich war jenseits von 1,0, muss ich sagen. Ich sag nicht ganz genau, was ich hatte, aber es war schon noch eine 2 vor dem Komma, aber es war knapp. Und trotzdem habe ich Medizin studiert und trotzdem habe ich nicht lange gewartet. Ein Abitur 1,0 ist eine gute Sache. Wenn ihr das schafft, macht das auf jeden Fall. Wenn ihr euch reinhängt, dann kriegt ihr das auch hin. Wenn es nicht so ist, ist das trotzdem kein Argument gegen das Medizinstudium. Man schafft es trotzdem. Und da kommen wir nämlich gleich zur Frage Nummer 2, die irgendwie dazugehört. Und das ist die Frage oder der Zweifel, ich bin nicht schlau genug fürs Medizinstudium. Und das ist eine Frage, die ich im Studium auch ganz vielen Freunden dann beantwortet habe, weil die gesagt haben, boah krass, du studierst Medizin, bist so mega intelligent, hast du das damals versteckt in der Schulzeit? Und dann sage ich, nee, ich habe das nicht versteckt. Ich war in der Schulzeit einfach kein guter Schüler, ich war relativ faul und ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Ich bin nicht besonders schlau, ich bin aber auch nicht besonders dumm. Und trotzdem kann man sehr, sehr gut mit diesen Ausgangsbedingungen Medizin studieren. Man kann nämlich gar nicht schlau genug fürs Medizinstudium sein. Man muss im Studium einfach sehr diszipliniert sein, sehr viel lernen und es auf jeden Fall wollen. Mehr gehört nicht dazu. Ich habe früher immer den Witz gemacht, jeder Schimpanse könnte Medizin studieren und ich finde, ich stehe immer noch dazu. Das ist auch so. Man muss sehr viel auswendig lernen, man muss ein bisschen logisch denken können und man braucht ganz, ganz viel Disziplin und Wille. Und dann kann man Medizin studieren. Nicht, weil man besonders schlau ist. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, schlaue Menschen sind im Medizinstudium teilweise unterfordert, weil es einfach wirklich teilweise stupides Auswendiglernen ist. Dritte Aussage, das ist eine Aussage von euch. Ich kann nicht Medizin studieren, weil ich nicht Latein in der Schule hatte. Und auch hier gilt, wenn man Latein in der Schule hatte und das ganz gut konnte, kann das helfen. Aber es ist absolut keine Voraussetzung und keine Bedingung für das Medizinstudium. Es gibt ein Fach, das heißt Terminologie, da kann es helfen, da kann man sich das vielleicht sogar anerkennen lassen. Aber mal ganz ehrlich, Medizin ist doch so eine ganz eigene Sprache und selbst wenn man kein Wort Latein vorher gehört hat, kann man Medizin studieren, lernt man diese Worte und man braucht wirklich kein Latein in der Schule gehabt zu haben. Die nächste Aussage fand ich ganz interessant, stammt auch von einem von euch. Es war die Frage oder die Zweifel, ich glaube, ich kann Menschen nicht so leiden sehen. Also ich glaube, ich kann die nicht sehen, wenn die krank sind, wenn die irgendwelche Gebrechen leiden, Krebs haben. Ich glaube, ich komme damit gar nicht so klar. Im Medizinstudium und auch dann in der Arbeit erfährt man natürlich viele Dinge, die nicht besonders schön sind, die zum Teil auch wirklich erschreckend sind. Aber Medizin studieren und dann irgendwann Arzt sein heißt nicht, dass man unbedingt den Patientenkontakt bräuchte, wenn einem das nicht taugt. Es gibt noch ganz viele andere Sparten, wo man mit dem Medizinstudium hin kann, ohne jemals Menschenkontakt zu haben. Das gibt es tatsächlich. Ich finde das auch gar nicht schlimm, ich finde das auch gar nicht verwerflich. Die meisten sagen immer, ja, ich möchte Medizin studieren, weil ich möchte den Menschen helfen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die sagen, ich möchte Medizin studieren, weil ich es ein cooles Fach finde, weil mich das total interessiert, aber ich möchte später gar nichts mit Menschen zu tun haben. Und da gibt es ganz, ganz viele Genres, wo man das machen kann. Nehmt euch mal zum Beispiel einen Pathologe, der den ganzen Tag unter das Mikroskop guckt. Oder auch einen Radiologe, jetzt bekomme ich Ärger von meinen Kollegen, die sehr, sehr viel am Computer, ich sage gar nicht, dass sie nichts mit Menschen zu tun haben, aber die sehr viel auf den Computer gucken. Oder man geht in die Forschung, man sitzt im Labor. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man später arbeiten kann, ohne direkt mit Menschen Kontakt zu haben, wenn einem das wirklich nicht taugt. Wenn man während des Studiums merkt, das klappt irgendwie nicht, aber jetzt abbrechen wäre auch total blöd, weil eigentlich interessiert es mich schon. Ist kein Kriterium, um nicht Medizin zu studieren. Naturwissenschaftliche Fächer wie Bio, Chemie, Physik mag ich einfach nicht so. Hier habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, mache so ein bisschen, ob das wirklich das Richtige ist. Es ist nicht Grundvoraussetzung, dass man die Fächer mag, aber man hat sehr, sehr, sehr viel, man kann sich das ja logischerweise überlegen, damit zu tun. Man hat viel mit Bio zu tun, man hat viel mit Physik und Chemie zu tun. Physiologie, der menschliche Körper funktioniert eben auf biochemischer und physikalischer Ebene.
da sollte man sich gut überlegen, ob das für einen ist, weil man hat die Fächer, man muss da durch, man muss da auch gut abschneiden, beziehungsweise man muss es bestehen. Und wenn einem das überhaupt nicht taugt, man hat da überhaupt kein Interesse für, sollte man vielleicht nochmal rechts und links gucken, ob es da nicht eine Alternative gibt. Aber ich möchte gar nicht ausschließen, dass man trotz des Desinteresses an solchen Fächern nicht auch gut Medizin studieren kann und auch ein guter Arzt werden kann. Eine weitere Aussage von euch, da nehme ich vorweg, die Person war 34 Jahre alt und hat sich jetzt überlegt, meine Ausbildung und so, die war ganz toll, aber jetzt habe ich doch irgendwie Lust, Medizin zu studieren, aber ich bin ja viel zu alt dafür. Nein, du bist nicht zu alt dafür. Ich selbst hatte einen, der war glaube ich 45 Jahre alt, der sich bei uns in die Vorlesung gesetzt hat und das super gemacht hat. Der hat auch mit mir dann abgeschlossen, also hat Examen mit mir gemacht. Also der hat es geschafft, war 45 und hatte einfach richtig Bock, Medizin zu studieren. Er hat gesagt, okay, dann arbeite ich halt nur noch 10, 15 Jahre und trotzdem habe ich meinen Traum erfüllt, Medizin zu studieren und bin ein sehr glücklicher Mensch. Und 34 oder 35, was die Person war, ist nichts. Was sind denn 4, 5 Jahre später? Du arbeitest den Rest deines Lebens in diesem Beruf und mit 65 oder 66, 67 heutzutage sagst du doch nicht mal, auch hätte ich jetzt noch 5 Jahre, sondern dann bist du froh, dass du gearbeitet hast. Also eine Altersbegrenzung gibt's da eigentlich nicht. Wenn du Bock drauf hast, wenn du Spaß dran hast, wenn du dich da reinhängst, dann kannst du auch noch mit, wie gesagt, 45 anfangen und sogar noch älter. Das ist doch eine coole Sache. Also mach dich da nicht kaputt, mach dich da nicht fertig. Das ist überhaupt kein Alter. Man ist nicht zu alt fürs Medizinstudium. Und die letzte Aussage, die stammt von mir und aber auch von euch. Ich schaffe das ja eh nicht. Und da bin ich ganz ehrlich, das ist ein Zweifel, den ich persönlich auch gehegt habe. Ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass ich das so schaffe. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte es wenigstens probiert haben. Denn den Vorwurf möchte ich mir später nicht machen, dass ich einfach gesagt habe, ich schaffe das eh nicht, dann probiere ich es auch gar nicht. Weil was verliere ich denn? Wenn ich nach einem Jahr merke, es ist nicht meins, dann kann ich immer noch was anderes studieren. Dann ist das überhaupt nicht schlimm, da habe ich nicht viel Zeit verloren. Ein Jahr ist kein Jahr und habe es trotzdem probiert. Und beim Probieren habe ich selbst gemerkt, okay, das könnte ich doch schaffen, ist ja cool. Also ich muss einfach nur viel lernen, ein bisschen Zeit investieren und schon klappt das irgendwie mit den Klausuren. Und so war es dann schließlich auch. Also ich schaffe das eh nicht, gibt es nicht, denn wie gesagt, selbst ein Schimpanse könnte Medizin studieren, wenn der Schimpanse es denn möchte. Also man muss es wirklich wollen. Alle, die das nicht vom Herzblut wollen, werden schnell unglücklich, werden schnell merken, dass das nicht auf lange Zeit gut geht. Selbst wenn man die ersten Klausuren noch besteht, man muss das schon irgendwo mögen. So, das waren 5, 6 Zweifel, ich habe nicht mitgezählt, und Sorgen, die man so haben kann, wenn man den Entschluss fasst, eventuell Medizin zu studieren. Und ich hoffe, ich habe sie alle zerschmettern können. Also es gibt wirklich nicht viele Gründe, die dagegen sprechen. Einzige Bauchschmerzen hatte ich wirklich bei dem Zweifel mit dem Biologie und Physik, also Naturwissenschaften sollten einem schon so ein bisschen Spaß machen. Aber selbst das, aha, mein Handy klingelt schon, ich muss aufhören, selbst das spricht nicht unbedingt dagegen. Also es gibt nicht viele Gründe dagegen. Studiert Medizin, macht euren Traum wahr. Wenn ihr es wirklich wollt, dann klappt das. Ihr werdet es merken, das geht dann wie von allein. Weil der Wille, der versetzt Berge. Ich bin ein gutes Beispiel, war nicht der beste Schüler, hatte kein gutes Abi, hab trotzdem Medizin studiert und bin jetzt glücklich und keiner merkt, dass ich in der Schule gar nicht mal so gut war. Bis zum nächsten Video. Ciao.